sind jetzt auch gestartet. Für uns geht es jetzt Richtung Flugplatz nach Prag. Und von dort fliegen wir nach Porto. Dennis fährt heute. Luca mit am Start und Maria. Und Dennis, sein Vater, muss dann das Auto wieder nach Hause fahren. Angekommen. Gehen wir mal zum Sicherheitscheck, weil nämlich Dennis schon uns komplett eingecheckt hat. Wir müssen bloß noch durch die Sicherheitskontrolle. Dennis verteilt unsere Bordkarten. Security Check. Geschafft. Laufen wir jetzt hier mal steile der Strecke ab und gucken mal, was auf uns zukommt. Bekannte Stelle vom Lagares. Und zwar soll es hier, kommt dann wahrscheinlich noch ein LKW rein. Der steht dann hier mit der Ladefläche so, dass man mit Dreck angefüllt über den Fluss drüber springen kann. Und das hier ist wohl die Hobbyspur. Die aber auch nicht ganz ohne. Schön, hier sind Strecken mit No-Go-Area so unmarkiert. Das ist ja ein Stück vom Hobby-Track, nehme ich an. Und hier unten im Flussbett sieht es so aus, wie als würde der Profi-Track lang gehen. Und hier gleich unten werde ich jetzt gleich sehen, der wird sich das irgendwo teilen. Genau, sieht gut aus. Das finde ich aber super gelöst hier. Da kann auch keiner bescheißen von den ganzen bekannten Nasen. Weil es ist eindeutig getrennt und auch überall, wo es die Möglichkeit gäbe, rauszufahren, wurde es auch abgeblendet. So muss es sein. Falls ich die Strecke jetzt in Profi und Expert, möchte ich welche Hobby und Profi oder Expert und Profi fahren hier nicht hoch. Flutlicht gefahren wird. Haben sich Mühe gegeben, eine kleine feine Runde. Schön für die Zuschauer was aufgebaut. Macht einen guten Eindruck. Schöner Abschnitt. Dieses Jahr laut Veranstalter geht es nach unten. Letztes Jahr wurde hier noch hochgefahren. Bin ganz ehrlich, hier kommt jetzt gleich eine Stelle. Bin ich froh drüber, dass wir nicht hochfahren müssen, weil man hat nicht wirklich Schwung, kann keinen Anlauf nehmen und muss hier über diese rutschigen Steine nach oben fahren. So, schöne Stelle. Ist schon zu Fuß, schwer zu meistern. Aber Felix hat es gesehen, wie wir das machen. Kleines Workout. Aber wir wollen ja die Füße nicht nass machen. Ja. Weitere brutal geile Sektion hinter mir. Auch ein Downhill, wir laufen es aber mal hoch. Rein in den Tunnel, nächste Tunnelsektion. Nachdem es hier schon einen brutalen Downhill durch irgendwelche Gärten gegeben hat, geht es jetzt hier wieder in den finsteren Tunnel rein. Ist was hier gewesen. Barfuß.
Papierabnahme mitten in der City von Porto. Finde ich gut, haben sie schön gemacht. Parkmöglichkeiten sind ein bisschen begrenzt, aber sonst finde ich das ganz cool. So, angezogen wie ihr seht, die Sonne kommt auch so langsam durch. Und ich laufe jetzt zum Shuttle und habe einfach mit einem lustigen Mobil bis zum Parkkamé hochgefahren. Zeige ich euch aber gleich. Das erste Hindernis habe ich gemeistert. Ging hier ein paar Treppen hoch durch einen Wassergraben. Ja, und jetzt geht's mit Polizei-Eskorte zum Start. Nur kaputt, ja. Das war übrigens unsere Mechaniker. Ja, wir sind jetzt fertig mit Abendbrot essen. Und bei uns gab es ganz lecker Nudeln. Haben wir hier schön gekocht. Und jetzt bereite ich gerade meinen Helm vor fürs Licht, fürs jetzt Nacht. Enduro-Gas habe ich hier von OGO Dirtlam, eine schöne Lampe, die macht richtig ordentlich Licht. Am Bike habe ich auch noch eine kleine LED-Lampe dran. Ja, der Prolog jetzt in der Stadt, heute Nachmittag lief durchwachsen, war sehr schwer. Natürlich haben wir es noch nie gefahren, es ist ein ganz anderes Fahren, so Treppen hoch und runter, aber hat Laune gemacht. Die Fans sind sehr enthusiastisch hier und freue mich jetzt auf den Flutlicht-Prolog und auch auf morgen, auf den doch sehr anstrengenden Tag, nehme ich an. Und ja, mal gucken. Hier gab es jetzt eine extreme Zeitverzögerung. Die Veteranen, die haben ein bisschen länger gebraucht. Und das heißt für uns, wir haben jetzt, wie spät haben wir es? Um 11? Halb 11? Um 10? Halb 11. Die ersten Expertfahrer sind jetzt unterwegs gleich. Ich ziehe jetzt meine Orthema-Orthesen an und schlüpfe in meine Montur, passe noch ein bisschen auf und dann. Eine lange Veranstaltung, eine kurze Nacht, aber was soll's. Wir haben es unglaubliche 10 Minuten vor um 2, gut 11 Minuten. Das ist unser Hotelzimmer ausblicken. Ja, das Enduro-Cross lief richtig scheiße, mein Moped ging nie richtig, dann habe ich extrem viele Fehler gemacht. Und ein bisschen ist es auch kaputt gegangen und dann bin ich dann rausgefahren, das hat keinen Sinn mehr gemacht. Ich freue mich einfach nur noch aufs Bett und morgen früh um 8 Uhr zum Frühstück und um 11 Uhr dann startet das Glück zu spät, nachdem es jetzt kurz vor 2 ist. Vielleicht läuft es morgen. Guten Abend. Wir haben es jetzt kurz vorm Start. Ich bin jetzt schon im Park von mir neben meinem Moped. Die ersten haben sich dann für den Start aufgestellt. Sollte in den nächsten 5 bis 10 Minuten losgehen. Ich
starte als 26. Und ja, aufgeregt, die Nervosität steigen. Gut, bisschen müde, aber ich denke, es wird schöner fahren. Das nach 41 Minuten, ey. There's no ticket coming. No ticket? No ticket, yes. Not working. Yes, it's not working. I press. So punch and pick up the ticket. And the machine says pick up the ticket, but there is no ticket. Not working. I press the red buttons, but it's not working. Dass wir zu Hause sind. Aber das erzähle ich wirklich erst, wenn wir zu Hause sind, weil wir haben noch. Gut, ich stehe da ja nicht drauf. Ich denke, so 180 Kilometer zu fahren. 104 bis nach Chemnitz. Bis nach Chemnitz. Dann sind es nochmal durch. Dann sind es nicht ganz so viel. In Ewigkeit sind wir endlich zu Hause angekommen. Wir laden jetzt unsere Motorräder aus. Verstauen noch alles in der Garage. Ja, und dann hätten wir den Trip Portugal auch schon geschafft. Zwei Tage fahren mit dem Sprinter ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Aber unterm Strich war es ein schönes Wochenende und wir hatten viel Spaß, haben neues Gelände kennengelernt und ja, jetzt heißt das ein bisschen ausruhen und dann geht es weiter im Training. Ich freue mich schon auf Erzberg, mal gucken. Es sind noch ein paar Wochen Zeit bis dahin. Ja, also. Tschüssi.